Let's go. Oh ja, tatsächlich die Zeremonie hier. Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. Okay. The ceremony started. It will be impossible to slip in now. After the opening, 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon blight. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land over there would not be lost. You can climb up if you want, but attacking now would and be suicide. And the name of that man was Artorias Colbrand. Artorias. Trust are unfamiliar with Artorias's noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Innominat, one of the 5 Imperiums, and blessed us with the strength of the Malachi. But he's a murderer! Yeah. He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him. You took everything that I loved. So raise your voices in praise to Artorias's devoted work. To the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd. Shepherd Artorias. Ah, animiert wieder. Ah, okay. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today, I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Imperium Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. Wir sind ja hochgekommen. What? The Shepherd Artorias. That's who you're after? Yeah. Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No, I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorias? Playing it safe? Boring!
Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. Uh-huh. No one's stopping you. Goodbye. Farewell. May your days be fruitful and your nights tormented. What? If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. So. Let's gather information on these people. Der, if we know what they're planning, we can find a weakness. So ein Glas vor dem einen Auge hatte. Powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Aizen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist. Taverne? Er hat Hunger? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Müssen Malakin denn auch essen, ja? Okay. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Okay. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. Sicher? But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Yeah. Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Below? Nee, über, hat er gesagt. He appears to be in a state of total peace. His guard is never down. He's a formidable adversary. Er hat nur eine Rede gehalten. Why my target has placed himself at Artorias's side. Because now I want to take Artorias down too. Okay. Heiliger Trank, eine Medizin, die Begegnung mit schwachen Gegnern verhindert, bis du dich aus in einem Gasthaus ausruhst oder aus Kämpfen fließt. Ah, cool. Also das hält eine ganze Weile dann an. Das ist cool. Silbermünzen. Na, ihr? Du warst der... du hast da hinten gerade um Geld gefragt vorhin, ne? Der hörte wie? Wie viele Freiheiten wollte der König... wollen der König und Prinz Parsival diesem Artorias noch geben? Der Adel von Midgand hat sich über ein Jahrhundert lang abgerackert, um dieses Land zu erblühen zu bringen. Nun sollen wir uns vor einem Mann vermeigen, der sich auf, der uns auf die Schultern steigt und von der Ordnung predigt? Lächerlich. Vielen in der Armee behagt die Macht der Exorzisten nicht. Aber die Tatsache ist, dass wir im Moment auf sie angewiesen sind. Bitte seid vorsichtig, wem ihre Meinung kundtut. Natürlich sind nicht alle damit einverstanden, dass jemand so große Macht erhält. Das Heilige Reich von Midgand besteht schließlich aus 4 Köpfen. Ja. Da ist sie hochgegangen. Gehen wir da nochmal hoch, um zu gucken, ob es da noch Loot gibt. Was haben wir hier? Eisenkraut, Verteidigung. Erhöht die körperliche Verteidigung. Okay. Oh, hier ist hier rübergesprungen. Schade, ich habe jetzt irgendwie vermutet, dass wir jetzt vor uns noch so einen Kratzspur sehen. Hier sind die anderen hochgekommen. Seil? Keine Ahnung. In so einer Zelle könnte man ja auch so ein Seil befestigen, wenn man das wirft. Von hier aus zumindest. Und hier unten zu werfen ist ein bisschen schwierig, aber ja. Ob wir jemals in diese Festung hinten kommen? Naja, fragen wir nochmal hier ein bisschen rum. Ach, wie wunderbar diese Zeremonie dort war. Der Tag wird noch lange in die Geschichte nachhallen. In der Geschichte. Der hat doch nur leere Phrasen gedrescht. Das ist doch nichts. Da Wiederherstellung der Ordnung durch Willen und Verstand. Die Wiederherstellung der Ordnung durch Willen und Verstand ist der Gegenpol zu den Dämonen. Nur Menschen sind in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Welch tiefsinnige Antwort. Sie sind gut daran, sie zu verinnerlichen.
Da links war auch noch was. Na ihr, Rumtreiber? Nihilistischer Jugendlicher. Ein Schwert der Vernunft und des Willens. Gewiss wird es gegen die Dämonen wirken. Aber wird es sich auch gegen jene wenden, die ihre Ordnung stören? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja. Was? Ihr sagt, dass Vortigern gefallen ist? Warum müssen so furchtbare Nachrichten ausgerechnet am Tag der Ernennung des Hirten kommen? Ernennung des Hirten? Der war doch schon immer... Hat doch jetzt keinen neuen Rang gekriegt, oder? Es ist beschlossen. Ich schließe mich der Armee an und stelle mein Leben in Dienst der Menschen. Ich werde dem Leid dieser Welt ein Ende bereiten. Hoppla. Immer mit der Ruhe. Lässt dich ja ziemlich leicht beeindrucken, oder? Ja. Aber du hast doch ein schönes Mädchen. Mach doch einfach... werde doch glücklich mit ihr. Hirte Artorius. Jemand wie ihn habe ich noch nie vorher gesehen. Ich habe nie mit echter Überzeugung gebetet, aber seine Glaube inspiriert mich dazu, selbst wieder zu glauben. Ich empfinde dasselbe. Sollen wir zur Kathedrale gehen? Die Zeremonie ist bald vorbei, also sollte sie wieder geöffnet sein. Okay, wir müssen... Kommen da eh dran vorbei anscheinend, wo wir hin müssen. Mehr Silbermünzen. Ist das hier? Taverne, ne? Hier müssen wir tatsächlich sogar hin. Und mache ich das da noch draußen? Was auch immer das hier war. Shepherd, Savior of Mankind, who guides us through the darkness. Shepherd. What an appropriate title for Lord Artorius. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorius, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorius? How pompous can you get? Artorius has already seized control of all religious and secular power in Midgant. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Klar. Of course I will. He could be a god for all I care. Yeah. I have my vengeance, no matter what. Lass uns einen Gott töten. Ja. Das war einfach überwältigend. Ich blicke nun voller Optimismus auf die Zukunft. Einzige, was dich überwältigt hat, ist das Gesicht dieses Musikers. Nein, die Rede des Hirten, die Musik und das Gesicht dieses Musikers, all das zusammen war überwältigend. Schön. Aber, weiß nicht, wenn man sich als Erlöser, also warum lässt er sich nicht als Erlöser taufen oder so, zum Beispiel? Weil Hirte klingt irgendwie ein bisschen lahm, ehrlich gesagt. Ihr so? Wie viele andere Exorzisten war auch ich nur ein gewöhnlicher, machtloser Mensch. Ein von Visionen und imaginären Stimmen geplagtes Nichts. Doch nach der Offenbarung wurde mir klar, dass ich die Gabe der Resonanz besaß. Als ich von Artorius erfuhr, dass diese Kraft die Welt retten kann, schloss ich mich der Abtei an. Ihr müsst von den Imperiern erkoren worden sein, weil ihr euch tapfer den Dämonen gestellt habt. Aber kennst du den Preis dieser Kraft? Oh, eine goldene Kiste. Ja, einfache Anhänger. Ausrüstungskurator, neuer Titel. Midgant ist eine große Nation, die das Chaos besiegt und das Land vereint und uns einen 100-jährigen Frieden gebracht hat. 100 Jahre? Nee, 3 Jahre erst, oder nicht? Was? Ich wähne dieses Erde durch die Dämonenpest. Was? Also das Erbe wurde durch Dämonen zerstört, doch die Stärke des Hirten hat es mit neuem Leben erfüllt. Wir alle werden in Frieden und die Ehre des Landes gemeinsam wiederherstellen. Bla. Ja, ja. Mal hier nochmal, ja. Gehen wir jetzt erstmal hier zur Kneipe. Danach können wir ja mit dem Rest der Leute hier nochmal reden, nehme ich an. Der wird uns sicherlich irgendwo hinschicken. Von daher können wir vielleicht mal die Stadt verlassen. Nicht wahr? Frauen schwarz. Oha, wir haben nicht häufig Gäste mit Kindern. Wir sind eine Taverne, servieren auch gutes Essen. Lass mich erstmal hochgehen. Da ist bestimmt eine Schatztruhe oder so. Oder... Sake. Ohne künstliche Zutaten aus vergorenem Reis hergestellt.
Das ist unsere Unterkunft, oder was? Gleich wahrscheinlich. Silbermünze. Okay. Nein, ich muss... Ah. Ah, sie ist doch die Inhaberin, ne? Und jetzt sprechen wir mit ihm hier. Baskerville? What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry? Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Aber? Velvet! This Mabo curry is amazing! Sie kann ja eh nicht schmecken, ne? You get along so well. Is he your brother? So ähnlich? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? Natürlich. That's right. Just like how Eifried's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that? It won't come cheap. Ach komm, wir haben gemeinsame Interessen. I have here a list of jobs. Not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Na gut. Welchen Auftrag? Ein Hinterhalt vereiteln, nach Vermissten suchen, Waren zerstören. Okay, Waren zerstören ist das einzige davon, was tatsächlich illegal wäre. Hinterhalt vereiteln? Vereitel einen Überfall auf die Königliche Medizinische Gesellschaft an der Danan Fernstraße. Okay, klar. Können wir nicht alle annehmen? Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. Ah, können wir durch die... Also, können wir aus der Stadt wieder raus. It's registered to Mogulu's Menagerie. No. Was that not the name you gave to the guard at the gate? True. I can see you're a group to be reckoned with. Mm-hmm. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Right. You're missing Captain Eifried. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Nett. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. Nett. Pendel. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Pendel? Was heißt das? Warum hat er sich da zwei Gläser hingestellt? Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Lebensschuld, ne? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or... Or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps.
Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. Ja, sie ist ja nicht strength, ganz allein. Real strength. And I'm curious where it comes from. Hass, hä? So you're doing it for yourself after all. Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifrid's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. Na klar. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Ifrid's much the same. Ich frag mich, wie der aussieht. Die tauschen die Gläser. Okay. Aye. That man flies his fool flag proudly. Okay. The shepherd Artorius, He's got the populace eating from the palm of his hand. Wird sich auf seine Seite schlagen? I wonder, just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Okay. Reiseerlaubnis erhalten. Wir haben ein neues Rezept Marburg-Curry erlernt. Kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. But to think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. Schon wieder Hunger? Yeah. You'd better work hard too, if you want more Mabo curry. I will. Sehr schön. Gut. Also wir werden jetzt eine Weile lang in der Stadt sein, oder was? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, dem einen die Blutschwingen aufhalten. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Was? Kellnerspiel spielen? Okay. Laffy Set, ja. Set. Pudding, okay. Pudding. Pudding. Wie bei Muttern, okay. Marburg Curry. Pudding. Das war's? Weiter? Okay. Mildes Curry? Los. Obsttorte? Mildes Curry? Okay. Was? Obstsorte, nochmal, okay. Ah, währenddessen läuft die Zeit sogar weiter, okay. Geschafft. Weiter. Oh, noch mehr. Pudding. Obstsorte.
Risotto. Pudding, ja. Nochmal. Pudding und ausgemachtes Brot. Muss ich die einzeln nehmen oder kann ich da mehrere auf einmal quasi tragen? 300 Tails-Münzen. Bist du aufrichtig und treuherzig, dass es wehtut? Wenn es so weitergeht, bist du bald dein eigener Fanclub. Zieh diese Uniform an und mach weiter so. Dienerkleidung für Luffy Set. Okay. Einfache Dienerkleidung für einen Jungen, der sich über seinen ersten Job freut. Hier ist eine schicke Fliege, die zu deiner Uniform passt. Denk dran, professionelles Auftreten ist die halbe Arbeit. Bedienstetenfliege. Eine modische Fliege, die zur Kleidung von Bediensteten passt. Gute Arbeit. Okay. Gucken wir uns mal kurz an, wie er damit aussieht. Ich weiß ja nicht. Okay, warte mal. Können wir die Fliege nicht auch ihm geben? Er hat da halt nichts, ne? Ja, komm, machen wir mal. Irgendwie, Außer als würde er aus der Blue Oyster Bar kommen. Falls jemand das versteht. Die Einspielung. Police Academy, Blue Oyster Bar. Lass ich das jetzt so? Na, warum nicht? Okay, was gibt's hier noch? Nur Objekt tauschen. Hat sie andere Sachen? Nee, das gleiche. Nur nochmal die hier. Die Kopfhörer. Gut. Expedition ist auch wieder zurück. Gut. Können wir direkt wieder losschicken wahrscheinlich. Kannst du mal aufhören zu verlieren? Das ist ja peinlich hier. Ja, weiter. Los. Dankeschön. Kopfhörer, ja? Wie sieht das bei den anderen aus? Mach mal, ist okay. Wie könnte ich das? Nee. Sieht schon besser aus, wenn quasi die unter einem Helm verborgen sind. Dann sieht man oben die Bügel nicht so. Die irgendwie ein bisschen weit abstehen. Also würde ich ja keine Kopfhörer tragen. Also, ne? Wenn ich jetzt Kopfhörer hätte, die so weit abstehen, dann würden die ja nicht halten am Kopf. Dann werden die ja von meinen Ohren getragen. Das tut ja auch noch eine Weile weh. Ja, die müssen schon auf dem Kopf drauf liegen eigentlich. Aha. Gutes Essen, gute Getränke, offene Unterhaltung unter guten Freunden. So muss eine Taverne sein. Männer brauchen Orte wie diesen. Mhm. Hallo Musiker. Das ist die behagliche Blutschwingbar. Ziemlich viele Bs. Was? Behagliche Blutschwingbar, ja. BBB. Wie du es anstellst, überlasse ich dir. Erstatte mir Bericht, wenn du den Auftrag erledigt hast. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Taverne. Es ist schon schwer genug, den Leuten einen netten Ort zu bieten, den sie was trinken können. Leider hält die Abtei nicht viel von Lokalen wie diesen und setzt mich unter Druck. Also wehre ich mich mit allen erdenklichen Mitteln. Das gehört eben zum Geschäft. Okay. Also die Bar ist deine, aber die Organisation ist ihre hier anscheinend, oder was? So, somebody means to ambush the Royal Medical Society on the Danann Highway. The Royal Medical Society is a group of doctors that travel around healing the sick. They're funded by donations given by ordinary folk. Why would anyone attack them? Don't ask me. Some people are just twisted. And why would an underworld group defend them? Who knows? Something to do with the attackers, perhaps? Also die gehören jetzt nicht zur Kirche, ne? Obwohl das, also alles andere, was gut ist auf der Welt sozusagen, gehört ja zur Kirche, aber das nicht. Vielleicht hat die Kirche was dagegen und greift die an, weil sie die unter ihre Fuchtel haben wollen, damit sie dann von Exorzisten verteidigt werden oder was auch immer. Der Hirte baut einen gigantischen Tempel für die Imperia im Norden, an der Danann Fernstraße. Ich werde dorthin gehen, sobald er fertig ist. Wir auch, um den Hirten zu stellen wahrscheinlich. Soll ich meine aktuelle Waffe weiter verbessern oder einfach eine neue kaufen? Die Waffenverzauberung ist ja so kompliziert.
Das mag sein, aber wenn man es richtig anstellt, hat man am Ende eine Waffe, die auch Dämonen oder Exorzismen verletzen können. Unter diesem Umstand macht es all die Mühe wert. Okay. War hier noch was? Nee, ne? Ist keine Pflanze, die man pflücken kann. Die da ist noch nicht nachgewachsen. Kupfermünze. Waren in einer Gasse bewachen. So tief bin ich im Leben gesunken. Ach, wäre ich doch bloß ein Exorzist geworden. Pah, dann müsstest du täglich deinen Hals im Kampf gegen die Dämonen riskieren. Nein, danke. Ach, so schlimm ist das auch nicht. Zumindest, wenn man selber Dämon ist. für alltägliches Leben Zeugs hier. Na, Kleine? Papi, können wir einen Hund haben? Ich weiß nicht. Deine Mutter war es bestimmt nicht gefallen. Aber gut, ich hol dir einen Hund. Er wird dich wie ein edler Ritter verteidigen. Hurra! Ich gehe auch jeden Tag mit ihm spazieren. Ja, am Ende bleibt sowieso am Vater hängen. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ach, hier ist so ein Hundepark oder so. Eine Katze läuft davon, wenn man von Dämonen angegriffen wird. Ein Hund dagegen verteidigt sein Herrchen. Ich finde, jeder sollte einen Wachhund haben. Wenn man dann traurig ist, wenn der Hund quasi da bleibt und dich verteidigen will. Und dann ein Dämon wahrscheinlich stirbt. Ich weiß ja nicht. Klingt nach einem schlechten Plan, ehrlich gesagt. Da ist noch. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorius' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorius to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly, I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got two younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. Uh-huh. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. Interessant. So everyone's hopes are riding on him, then. Which means Midgand's vulnerable without him. Ah, ja. Der König hat Fürst Artorius die Königsvilla als Stützpunkt für seine Abtei anvertraut. Ihr Glaube, der königlichen Familie hat das gesamte Land vereint. Schätze, nach all den Gräueln, die wir infolge der Dämmerung erlebt haben, haben wir es nötig, an etwas zu glauben. Ach, du liebe Güte, was für ein wundervolles Gesicht. Ja, ja. Okay. Mal speichern hier. Kommen wir auch hier drüber. Ja. Ich frage mich, ob wir Magilu bald finden. Oder wie das jetzt hier läuft. Noch so ein Musiker. Die Feststellung hier gefällt mir besser als die Musik auf der anderen Seite des Platzes. Schauspielern zu sehen, bringt mein Blut in Wallung und lässt mein Herz höher schlagen. So bewegt man die Menschen. Ja, okay. Hier darf man einfach... Ist das nicht die Villa von Artorius? Also wo Artorius theoretisch seinen Hauptsitz hat? Momentan? Kennst du den Namen aller Imperier? Musife von der Flamme. Amen noch vom Wasser. Und sind dann noch Janoa vom Wind, Eumasia von der Erde und natürlich Innominat, Licht oder so, ne? Ausgezeichnet, du lernst wirklich sehr schnell. Was für ein kluges Mädchen doch bist. Innominat. Da vorne ist kein Loot. Sehe ich das richtig? Ja. Dürfen wir einfach so hoch? Kupfermünze. Irgendwie gehofft, dass wir jetzt Zeller in der Schule finden auf der Treppe, aber wohl nicht. Noch eine Kupfermünze mehr. Haben wir ja nicht genug von. Die Kathedrale und der Palast sind atemberaubend. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sie auf meiner Patrouille sehe. Hoffentlich bleiben sie uns noch 1000 weitere Jahre halten. Da können wir rein. Okay. Da ist erstmal noch Loot. Dann so ein Papsttyp hier. Ein Priester. Noch ein Trank des Lebens. High Priest Gideon is an honest and righteous man. He's dedicated his life to his faith and to the church. Now, as the representative of the clergy,
He's thrown his full support behind the Abbey. So, he's a man of principle. That's right. He even donated his personal savings to support orphanages and hospitals. So be at ease. For he offers up prayers for all equally, even for the more dubious among us, such as yourselves. Right. I'm so grateful. I can feel the tears of gratitude coming. Any moment now. Sehr schön. Der Segen des Imperiums im Nominat streckt sich auf alle. Also betet fest im Glauben und ohne Zweifel. Nee, lass mal. Bin da meines eigenen Glückes Schmied und so. Wenn überhaupt, dann vertraue ich nur auf das Karma, dass man sich ansammelt. Ach ja. Gutes wie Schlechtes. Na du? Bis Artorios ist ein wandelnder Wirbelwind. Er ist nie länger als eine Stunde am selben Ort und arbeitet für drei. Selbst seine Diener haben ihn noch nie schlafen gesehen. Er tut so viel, opfert so viel. Das alles nur für uns. Ja. Hat er meinen Bruder geopfert? Also dafür, ja? Okay. Nur für euch. Outrageous! Why doesn't the Abbey crack down on the taverns? They are dens of evil that dispense only luxury, temptation and escape. They must be stopped. I'd rather they didn't. That place over there has the best drinks in town. See, that's exactly what I mean. They tempt us into wickedness, ruining man and woman alike. The more you drink, the happier and more joyful you get. All the important things in life stop mattering. Their Mabo curry is delicious. No, no, no. See? Even children are being tempted by their evils. Eating both Mabo and curry together. It's heresy. There is a limit to the amount of luxury one can endure. What the world needs now is abstinence, austerity, restraint. If you want to deny yourself, go ahead and do it. But don't force your beliefs onto others. Genau sieht's aus. To live. Some even live to eat. It's part of being human. Velvet. That's pretty convincing coming from you. Leave me alone. Hey, I want to eat and drink to my heart's content too, but doing so makes us no better than animals. In order for humanity to survive these harsh times, we need to overcome our instincts and act like rational beings. Nur wer die Ordnung versteht, ist ein guter Mensch. Wer die Versuchung erliegt, ist nichts wert. Sie sind wertlos, nicht wahr? Ja, natürlich sind sie das. Na, Arschloch? Das ist genau die Art von, weiß nicht, Vegetariern oder Christlichen oder keine Ahnung, die versuchen, anderen ihren Glauben aufzudrängen. Wenn du jetzt Vegetarier bist, geil, gut für dich, so, aber versuch nicht, die anderen Leute zu überzeugen. Ist doch, ne, so. Genauso, wenn du an irgendwas glaubst, ist ja voll in Ordnung. Wenn du, weiß nicht, wenn du Muslim bist und daran glaubst, an all die Lehren aus dem Koran und keine Ahnung was, alles gut. Wenn du den Glauben irgendwo gefunden hast, aber dann das Gesetze dann für andere durchzudrücken, weil selbst den Koran in der Hand hat, irgendwie das, weiß nicht, nicht so das Wahre. Na gut. Ich hab das Beten satt. Ich will heim, heim, heim. So etwas darfst du nicht sagen. Wenn du nicht den Imperien huldigst, holst du dir noch die Dämonenpest. Nö, ich will kein Dämon werden. Die sind gruselig und hässlich und böse. Du fängst jetzt besser mit dem Beten an. Du so? Come, sinner, and repent your wicked deeds. Repent? Are you talking to me? Yes. When I look at your vestments around your chest, your hips, I can tell your sins are many and deep. Yeah. Say that again. Exactly what were you staring at? Well, mankind is rife with sin, and I am no different. You must acknowledge your misdeeds and confess them to the great Imperians. By confronting your sinful urges, you will be empowered to resist them. Is that so? You're saying I just need to confess all the bad things I've done? Yes. Confess your darkest sins, my child, assured that none is beyond the forgiveness of the Imperians. Das ist ja ziemlich einfach. Hear my confession. When I was in prison, I instigated a riot and used it to break myself out. Huh? Then I set fire to some warehouses in town and stole a ship to make my getaway. Ja. Then I teamed up with some pirates to destroy a military fortress. I killed anyone who got Sehr in gut. My way. What? What do you think, Father? Will the Imperians forgive me? I,
I think you should turn yourself into the Abbey and let them help you repent. That's convenient. I'm already planning on going to the Abbey. You see, I'm going to kill their boss, Artorias. Ich glaube, sein Gehirn explodiert gleich. Somebody! Anybody! That's about how I figured it'd go. Hilfe! Exorzisten! Okay. Ist das nicht schädlich, wenn ich jetzt mich so verraten habe eigentlich? Naja. Egal. Ich habe vergessen, Mord zu erwähnen. Ich habe ganz, ganz viele Leute umgebracht. Anscheinend. Oder die sind alle K.O. gegangen, ne? Also, weiß nicht. Fürst der Lehre und aller Schöpfung, der Ewigkeit und des Älters. Imperia Illuminat. Also, der Illuminat, so rum, ist der Fürst der Lehre und aller Schöpfung. Der Lehre? Das klingt jetzt nicht so gut, eigentlich. Oh. Bitte erhöre mein demütiges Gebet. Ergib ihnen alle Sünden, erlöse sie von ihrem Leid und bringe ihren Seelen Frieden. Praise be Shepherd Artorias. Thanks to him, people have started worshipping the Empyreans again. Now our salvation is at hand. The Empyreans. They are the gods that created the world? Yeah. The four Empyreans each rule one of the four elements. Earth, water, fire, and wind. I read in a book that Empyrean worship is the oldest form of human religion. The Midgan Church also worshipped the Empyreans. But because we've had peace and prosperity for so long, true belief in them has slowly faded. So now that people are frightened of the demon blight, they're clinging to their once-forgotten gods. Wait a minute. Maybe Artorias is using religion to manipulate the people into following him. Darauf kommst du jetzt erst? Oh, great Empyreans! Please grant Shepherd Artorias the strength to save your humble servants. If that's the case, he's done a damn fine job of it. Naja. Mächtiger Imperia, Hirte Artorias, bitte erlöse uns, eure demütigen Diener. Erlöse uns. Kann ich noch weiter? Nee, was? Prüfen. That is one impressive cathedral. It fits the capital. Oh ja. Yes. It's incredible. It's as I heard. It wasn't built using Moloch arts, but the latest architectural engineering techniques. Look at those arches. The mathematical logic. The structural ornamentation. This is an architectural marvel. So, is that Empyrean in there? I highly doubt it. Empyrean worship has become mostly symbolic over the years. This cathedral wasn't built as a place of worship. It's commemorative. To celebrate the continent's unification. In other words, a show of power. That explains why they spared no expense. It's too early to be impressed. This is just the entrance. What? And it's unfinished. They're constructing a colossal temple inside here. They say it'll take centuries to complete. Centuries? That's insane. How could they think that's a good idea? Your guess is as good as mine. I suppose that sometimes humans just have a need to push their limits. Yeah, seriously. The Reaper and a demon are shaking their heads at this overwrought monstrosity. Intrinsic worth, zero. I wonder what it'll look like when it's finished. Ja, ob wir das noch sehen? Wahrscheinlich nicht. Aber das hier soll nur der Vorhof sein im Prinzip, das kleine Ding hier, diese Kapelle. Und dahinter wird dann noch mehr errichtet. Muss ja dann Kilometer lang sein, wenn das noch 1000 Jahre dauern soll, bis das fertig ist. Weil das haben die ja in 3 Jahren gemacht, ne? Oder was? Das ist ja hier ein Klacks. Oder in einem Jahr vielleicht oder so. Vielleicht haben sie sich jetzt, ne, vor einem Jahr dazu entschlossen, das zu bauen. Das ist ja... Architektur funktioniert hier anscheinend anders als bei uns. Na gut. Jetzt fängt die gute Musik wieder an, weil wir in die Nähe der Stadt kommen. Da ist noch so eine Katzenkugel. Ist hier auf der Seite kein Loot? Sieht nicht so aus. Oh mein Gott. Auch noch viel, viel mehr Katzenkugeln. Da ist noch eine. Na du? Wir bezeichnen diese Welt als Einöde. Die Dämonenpest und Hungersnöte haben uns heimgesucht. Doch nun ist Fürst Artorias bei uns. Unter seiner Führung können wir dieses trostlose Land ein Paradies voller Hoffnung und Vernunft verwandeln. Okay.
Mhm. Aha. Wie viel haben wir jetzt? Aha, 72. Kupfermünze. Zum Glück sind jetzt weniger Leute unterwegs, mit denen man reden kann, als das erste Mal, wie wir in die Stadt kamen. Sie wirbelt wie Schneeflocken und züngelt wie die Flammen. Eine Tänzerin, wie sie erlebt ihr in der Hauptstadt kein zweites Mal. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Mhm. Ja, mach mal. Hat wohl gerade Pause. Kein Spektakel für uns. War hier noch irgendwo so ein Katzending? Da, eine. Nee. Das ist nicht genug. Nee. Auch noch viel, viel mehr. Die Ebenen von Aldina erstrecken sich östlich der Stadt. Es war dort früher unglaublich schön. Doch dann hat sich das Land verändert und der Zugang ist heute verboten. Als wäre die Dämonenpest nicht schon genug, jetzt spielt auch noch die Natur verrückt. Aha, wie denn? Mami, Omi, der Hirte und der Prinz sind wirklich unglaublich hübsch, nicht? Ja, das sind sie. Sie beide beschützen die Menschen dieses Landes. Wir müssen tun, was wir können, um sie zu unterstützen. Mäh. Mäh. Hm. Na ihr? He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the advent or what he Niemand, nein, nein. No, they don't. But he showed up one day with a Malak in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and threw its full support behind him. Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and to shore up the royal family's position. Lining his pockets from the state coffers, then. Yeah. Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death. Then what's he after? Hmm. Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgand would be a smoking ruin. Ich glaube, er will einfach nur seinen Fehler wieder gut machen, den er gemacht hat mit der großen Schwester von Velvet. Aber dafür musste er dann auch den Bruder opfern. Ja, weiß nicht. Ist Sartorius wirklich der Erlöser der Welt? Bin ich ein Dummkopf, weil ich an ihm zweifle? Nee. Wenn etwas zu gut ist, dann sollte man immer noch mal hinterfragen, ob das nicht irgendwie Hintergedanken hat. Brotkrumen, was? Trockene Krumen eines köstlichen Brotes. Benötigt für Zwergenhacksteak Surprise. Surprise? Ah. Was ist die Dämonenpest überhaupt? Ich habe gehört, es soll eine Seuche sein, die vom fernen Kontinent angeschleppt wurde. Ich glaube, sie ist ein Fluch, den man einst in alte Ruinen bannte und vor 10 Jahren wieder entfesselt wurde. Ja, so in der Richtung. Die Imperier wurden jahrhundertelang verehrt, gerieten in Friedenszeiten aber in Vergessenheit. Dann tauchte Fürst Artorius auf und plötzlich sind alle wieder gläubig. Die Menschen sind ja so wankelmütig. Aber Fürst Artorius hat den Segen der Imperier. Das bedeutet, dass die Menschheit nicht vergessen haben, dass sie die Menschheit nicht vergessen haben, trotz unseres vernachlässigten Glaubens. Ich mag ja ein wankelmütiger Mensch sein, aber davon bin ich überzeugt. Aha. Ich weiß ja nicht. So, hier geht's raus. Mal sehen, ob eure Papiere in Ordnung sind. Also gut, weitergehen. Keine solchen Vorstellungen mehr wie beim letzten Mal, verstanden? Okay. Hier so? Meine Erlaubnis zu halten war ein Albtraum. Ich brauchte ein lückenloses Führungszeugnis und einen Bürgen. Der ganze Vorgang hat ein halbes Jahr gedauert. Was? Ich frage mich immer wieder, solche Sachen dauern ewig, ja? Also ein halbes Jahr lang nur dafür. Und dann, weiß nicht, Gebäude zu errichten dauert dann, also geht dann super schnell. Wie, also die Festungen halt, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Malaks, die Magie haben für Konstruktionen. Weiß nicht. Aber am Ende war es das wert. Mit der Reiseerlaubnis kann man fast überall hin. Ja. Greetings, Magilu's Menagerie. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want?
You already know about the Code Red demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgant who have information on these Code Red demons. Hmm. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so... Here, take this. Was? Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make. Alter, wie oft musst du das jetzt noch erklären? We'd be wise not to underestimate. Ich hab verstanden, die sind sehr, sehr stark. Ja, das brauchst du nicht noch fünftes Mal wiederholen. They might have information that will help us prepare. Yeah. Und dass wir Informationen und Geld und von denen kriegen. Ja. Right. Meine Güte, ist ja gut. Innov-Flaschen. Verwende eine Innov-Flasche durch Drücken von LT. Wenn du dich in einer Stadt oder einem Feld aufhältst, mithilfe der Innov-Flasche wirst du direkt zum angegebenen Ort teleportiert. Aha. Findest du in Läden oder Schatztruhen? Yeah. Hey, Lafayette. What is it, Rokuro? Mabo Curry. Huh? Da kriegt er direkt Hunger. Okay. You're an interesting one. You like Mabo Curry that much, huh? It smells good. And it's creamy and kind of spicy. Ach, der Bruder hatte ja auch eine Vorliebe für Curry, ne? I'd say you love it then. Do all Malakim have such an appetite? Each has their own tastes. Some eat a lot, some eat a little. Just like humans or demons. What do you like, Aizen? Drinks, I suppose. What else? Pretty much just drinks. Don't you like anything else? Is it a problem if I don't? No. I'm just wondering. For me, it's drinks and candied sweet potatoes. Uh-huh. That's where you boil strips of sweet potato in oil and then coat them in sugar, right? Yeah, I never get tired of them. Okay. So you like to drink, but you've also got a sweet tooth? Yeah. Is that so strange? No. Candied sweet potatoes? Sounds good. There's nothing to be ashamed of. It's just a sign that you're alive, remember? Right. Okay. Ist noch was für mich? Ach ja, euch ist sicher bewusst, dass wir nicht verantwortlich sind, falls ihr bei der Jagd sterbt. Viel Glück! Okay, sehr gut. Dann können wir uns gleich zur Jagd aufmachen. Wie lange braucht das Schiff noch? 2 Minuten. Okay, na dann, auf zur Jagd.